Wir sind jetzt angelangt bei unserem letzten Vortragsblock überhaupt, Sebastian. Die Ehre gebührt dir hier auf unser Vortragsprogramm den Deckel zuzumachen. Kurz zum Ablauf. Direkt danach haben wir eine 15-minütige Pause, in der man nochmal Lust wandeln kann. Dann kommt der erste Session-Block. Das Session-Planungsboard habt ihr draußen im Flur stehen, da könnt ihr nochmal schauen. Und das Ende der Session geht dann direkt über in die Mittagspause. Danach dann zwei weitere Session-Blöcke, dann unsere kleine Abschlussrunde und Abschlussdiskussion und danach ist dann Abbau. Das ist so ein bisschen der Ablauf hier. Zunächst jedoch zu Sebastian. Ich wurde gestern oder vorgestern angesprochen hier auf dem Workshop. Ralf, hast du schon gesehen, was der Studio-Linkmann mittlerweile so alles baut? Der liefert jetzt richtig. Von daher setze ich mich jetzt hier mal in die erste Reihe und bin ausgesprochen gespannt. Leg los. Ja, okay. Ja, mein Name ist Sebastian Reimers, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. So, und ja, Studio Link. Was ist Studio Link eigentlich? Es ist eine kleine Hardwarebox im Moment, die folgende Anschlüsse hat. Das heißt also, wir haben hier einfach einen Netzwerkport, dann Spannungsversorgung hier oben. Warte mal, vielleicht kann ich das auch mit dem Mauszeiger. Ja, genau. Und dann haben wir hier noch einen OTG-Port, das heißt, darüber kann man USB-Audio spielen. Also die Grundidee ist halt, Voice-over-IP zu machen, eine Alternative zu Skype zu bieten. Weil Skype, was ist der Unterschied, werde ich häufig gefragt, oder warum soll ich jetzt StudioLink verwenden? Der Hauptunterschied ist, dass bei Skype sehr viel Algorithmen noch laufen, wie Echo-Unterdrückung, wie irgendwelche Filter, die natürlich das Audiosignal erstmal beeinflussen und dadurch ja in der Qualität auch mindern. Das liegt jetzt nicht unbedingt an Skype, die könnten das alles natürlich auch machen, aber die haben eine ganz andere Zielgruppe. Und jetzt gibt's Mumble, das kann man auch sehr gut verwenden, aber da ist auch wieder der Aufwand, da muss man einen eigenen Server tendenziell haben und so weiter und so fort. Diese Box ist jetzt wirklich so gedacht, dass sie zum Anschließen ist, dass man einfach nur ein USB-Audio-Interface hier anschließt. Draußen habe ich auch immer eine Demo-Installation, also das kann man sich da nochmal live angucken. Und dass man hier über eine Micro-SD-Karte dann sogar aufnehmen kann. Ja, genau. Dann gehe ich mal durch den aktuellen Stand, wo wir aktuell stehen. So, ja, das passt drauf. Also 100% Open Source Hard- und Software. Das heißt also, das Board, was da drin sitzt, ist ein BeagleBone Black. Das ist komplett von den Schematics und so weiter online. Meine Software, die ich schreibe, die ist auch komplett 100% Open Source. Also jeder, der da Lust hat, kann sich das Gerät auch selber zusammenbauen. Also er muss es jetzt nicht unbedingt von mir kaufen. Das ist halt nur die Bequemlichkeit, die da vielleicht zuschlagen könnte. Ja, das Ganze läuft über ZIP. Das hat den Vorteil, da ist vielleicht auch so ein Nachteil von Mumble. Mumble ist eigentlich ein eigenes Protokoll von der Signalisierung und kann jetzt mit der Außenwelt sonst nicht wirklich viel anfangen. Wohingegen ZIP jetzt eigentlich schon seit Jahrzehnten sich ganz gut als Voice-over-IP-Standard durchsetzt und auch ins normale Telefonnetz Verbindungen bestehen. Das ist auch zwischendurch in der Beta-Phase aufgefallen. Das hatte ich, glaube ich, noch nie so klar kommuniziert. Also mit ZIP habt ihr wirklich die Möglichkeit, sehr, sehr einfach auch eine Aufnahme zu starten und halt auch wirklich aus dem normalen Telefonnetz jemanden dazu zu nehmen. Dann die Codex, das ist im Prinzip, den man haben will, das ist Opus. Dann gibt es noch die ganz normalen Standard-Audio-Codex, die man so unter ZIP, wer schon mal so ein ZIP-Telefon eingerichtet hat, der wird die schon mal gesehen haben. Diese Codex, die bietet das Studio Link auch. Aber tendenziell sollte man eher Opus verwenden. Das ist dann schon das, was man wirklich haben will. Ja, Updates lassen sich über das Webinterface einspielen. Das heißt also, die Bedienung, ich hatte es eben, glaube ich, gar nicht gesagt, die läuft normalerweise über das Webinterface. Es ist jetzt noch eine andere Kleinigkeit dazugekommen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Von Anfang an IPv6 ready. Das heißt, der Zukunft auch
gut gegenüberstehend. IPv6 hätte halt den Vorteil, dass man noch, also wenn es denn keine Netzwerk-Firewall-Regeln dazwischen gibt, dass man wirklich mit der IPv6-Adresse direkt jedes Gerät auch anwählen könnte. Im Moment ist es so, die Anwahl auf der Rückseite bei meinen Geräten ist immer die Seriennummer aufgedruckt und diese Seriennummer ist @studiolink.de dann auch gleichzeitig die SIP-Adresse und so können sich die Geräte auch gegenseitig anwählen. Genau. Auf dem System selber ist ein Linux drauf und in dem Fall ist Jack eigentlich so das Mittel der Wahl, wenn man wirklich Low Latency Audio Routing machen möchte und wirklich flexibel sein möchte mit den Kanälen. Das ist einfach notwendig, weil gerade wenn man etwas höherwertige Audio Interfaces über USB anschließt, dann kommen die wirklich mit unterschiedlichen Kanälen daher, die man vielleicht nochmal anpassen muss gegebenenfalls. Das ist auch so ein bisschen wie bei Reaper zu vergleichen mit der Matrix. So kann man sich das dann vorstellen. Genau, was dann noch geht, ist, dass man noch nicht einmal wirklich ein USB-Audio-Gerät anschließen muss, sondern das StudioLink meldet sich über OTK-Port selbst als Audio-Client am Mac oder am Windows oder am Linux-System an. Ja gut, unter Windows funktioniert jetzt nicht ganz, weil das ist USB 2.0 Audio und leider hat man unter Windows keine Standardtreiber dafür. Da müsste mal gucken, wenn da Interesse besteht, dann würde ich da noch mal schauen, ob man da was eine Lösung finden kann. Oder ein Linux. Nee, es geht auch. Genau. Genau, Aufzeichnung SD-Karte, das findet über das Format FLAC statt. Wird auch rotiert, das heißt also, wenn man jetzt, man hat ja meistens so ein Dateisystem auf der SD-Karte, was jetzt eine Größenbeschränkung von irgendwie 2-4 Gigabyte pro Datei hat. Ich mache es ganz hardcore bei 2 Gigabyte, dass die Datei rotiert wird. Das heißt, die werden dann einfach durchnummeriert und man hat dann mehrere Stunden. Aber das sind ungefähr, ich glaube, über 10 Stunden, die man erstmal zusammenkriegen muss, bevor man diese 2 Gigabyte knackt, je nachdem wie viele Spuren man in dem Audio-File hat. So, dann ist jetzt hinzugekommen, eigentlich ganz frisch. Das hat eigentlich auch die ganze Sache ein bisschen hinausgezögert, weil ich wollte eigentlich mit der Hardware erstmal so wirklich einen Grundstock haben. Und diese Taster mit LED-Geschichte, die ist eigentlich so ziemlich wichtig, weil dadurch der Zugriff auf das Webinterface eigentlich komplett entfallen kann. Ja, das heißt also, über die LED wird dann einfach ein Gespräch signalisiert, was man dann mit dem Taster annehmen kann. Oder was man sich auch noch vorstellen kann, das steht schon auf meiner To-Do-Liste, dass man einen Account hinterlegt. Das heißt, wenn man den Taster drückt, dass automatisch irgendeine Rauswahl geschieht. Da gibt es auch schon die ersten Kunden, die da mich drauf angesprochen haben, die also wirklich so Live-Konzerte und Studiotechniker, die das wirklich keep it simple and stupid, wirklich nur noch einen Button drücken müssen und zack sind sie drin. Vor allem visuell, weil natürlich, wenn man jetzt erst irgendwie anfängt, mit Tönen zu arbeiten oder mit Akustik zu arbeiten, dann ist das prinzipiell auch in der Aufnahme drin und das ist etwas, was man vielleicht nicht haben möchte und dann ist natürlich so eine visuelle Geschichte viel schöner. Genau, dann habe ich jetzt Ende Januar die Beta-Phase gestartet, weil Tester sind halt wichtig, wenn man so alleine vor sich hin entwickelt und vielleicht im Freundeskreis die Sachen teilt, dann hat man noch nicht unbedingt alles abgedeckt, was es an Situationen da draußen gibt. Deswegen habe ich dann 10 Beta-Testerinnen gesucht und auch gefunden relativ schnell. Also ich glaube, in den ersten 24 Stunden waren schon 10 Leute zusammen. Das ging also recht fix. Dafür auch nochmal danke für das Interesse. So dass ich dann auch relativ zeitnah, ich glaube, nach 14 Tagen dann auch die Geräte soweit verschickt habe. Genau, das, also noch ein paar Details zur Beta-Phase vielleicht. Die Beta-Phase war sehr, sehr erfolgreich. Es gab also mehrere Tester, die wirklich so einige Sachen gefunden haben. Derjenige, der es vielleicht auf dem Sendegate verfolgt hat, hat auch gesehen, dass ich sehr häufig mittlerweile, ich glaube jetzt im Monatsrhythmus, Updates rausgehauen habe.
was auch dieser Beta-Phase auch geschuldet ist. Und ein ganz wichtiges Problem war halt wirklich noch so ein NAT-Problem, das jetzt eigentlich hoffentlich komplett gelöst sein sollte. Das heißt also, dass die Boxen, ähnlich wie man das von Skype kennt, sich eigentlich hardcore durch alles durchfressen, was es da draußen gibt. So ist zumindest meine Hoffnung jetzt. Und ja, genau. So, genau. Und dann wurden auch neue Verben erfunden, wie zum Beispiel Unboxen, zumindest umfunktioniert für Studio Link. Und da haben zum Beispiel genau. Und da haben Martin Rützler und Marc, ich weiß gar nicht, sein Nachnamen ist Martin hier? Ja, na, genau. Genau. Haben dann auch relativ überraschend für mich so nebenbei in einem Satz mal gesagt, ja, wir haben da ja schon längst einen Podcast mit aufgenommen. Den könnte ich jetzt mal gerade schön einspielen. Da so ein kleinen Disclaimer vorab, die übersteuern leicht am Anfang. Das ist aber nur geschuldet, weil die wahrscheinlich als ich so erstmal in Rage reden am Anfang. So, schauen wir mal, dass ich das abgespielt bekomme. Der Marc mag. Mark denken. Mark. Ja. Nee, das ist ein Zitat aus einem Theaterstück, was ich mal gemacht habe. Jetzt habe ich leider nicht zugehört. Was hast du gemeint, Mark? Mark. Aber es geht noch weiter. Mark mag denken, was er will. Er kann mich am Arsch lecken. Ja, so, das bekomme ich sehr oft zu hören. Ja? Wenn ich wieder irgendwas möchte, haben möchte oder erklärt bekommen möchte und der. So, ich breche das mal an der Stelle ab. Das ist jetzt also kein Double-Ender, sondern das ist wirklich von einer Box aufgenommen. Also eine Aufnahme ist natürlich lokal und die andere ist halt über Voice-over-IP gewesen an der Stelle. Ich kann da gerne den Link auch nochmal rumgehen lassen, wer sich das nochmal anhören möchte in voller Länge. Genau. Testen, wie gesagt, können wir draußen auch. Ich habe da eine Teststrecke aufgebaut, also da kann man sich auch nochmal selber von der Latenz ein Bild machen und sich das Ganze auch anhören. So, jetzt muss ich erstmal wieder zurück hier. Ups. So. Genau. Ja. Wie schaut die Roadmap aus? Also es sind ein paar Sachen, die sich jetzt immer wieder finden. Zum einen eine Desktop-Applikation, weil, um da vielleicht nochmal Detail drauf einzugehen, natürlich eine Hardware ist für viele ganz nützlich, aber es gibt natürlich auch eventuell den Anwendungszweck, dass man das wirklich komplett als Desktop-Applikation haben möchte, so wie man Skype startet und installiert. Daran arbeite ich. Ich muss halt für mich erstmal so einen Grundstock legen, mit dem ich sehr einfach auch das Ganze pflegen kann. Also ich bin aktuell der einzige Entwickler an dem Projekt. Das heißt, ich habe also immer die Verantwortung, dass ich das dann auch auf mehreren Plattformen handeln muss. Und da suche ich auch gerne noch Mitstreiter, die da mithelfen und sei es nur mit Ideen. Ja, dann hatte ich mit Ralf auch gestern noch mal ganz kurz angesprochen, was mir auch so vorschwebt, wäre vielleicht eventuell ein VST-Plugin. Das wäre dann natürlich so die Deluxe-Variante, dass man wirklich in seinem Reaper hergeht, so wie man das vielleicht von Hindenburg zum Beispiel gestern gesehen hat mit Skype, dass man noch nicht mal mehr eine extra Applikation starten muss, weil das ist ja auch immer tendenziell fehleranfällig, in welcher Reihenfolge starte ich das Ganze, wie sind die Audioverbindungen und dann kommt es natürlich bei OS X natürlich darauf an, da mache ich jetzt so ein virtuelles Audio-Routing über das System, das kann ich unter Windows zum Beispiel nicht ganz so einfach machen oder halt über Umwege, das würde alles entfallen, weil es halt in einer Applikation dann läuft. Das wäre so der nächste Schritt, wo wir auch nochmal mit dem Ultraschall-Team gucken, ob wir da nicht was Schönes bauen können. Ja, dann steht auch noch auf der To-Do, das, was man jetzt sehr gut angehen kann, diesen NACIP-Standard zu etablieren. Das ist also von der European Broadcasting Union ein Standard, das ist also Radiofunk. Zum Beispiel, es gibt den ARD-Stern, das ist so eine zentrale Schnittstelle, gerade für Reporter vielleicht sehr interessant, um das in diesem, aus dem Podcaster-Umfeld nochmal ein bisschen hinauszutragen, dass man dieses Projekt auch nochmal auf breitere Beine stellen kann.
Genau, dann VU-Meter, wir haben es gerade gehört, die haben übersteuert. Das ist wirklich ein wichtiges Feature, das muss als nächstes kommen, dass man wirklich sieht, dass man auch in Software übersteuert und das dann auch gleich handeln kann. So, ja, Stübing, das ist ein Punkt, der ist leider bisher ein bisschen untergegangen. Zum 31C3 hatten wir, glaube ich, so eine kleine Teststrecke, da gab es noch so kleine Probleme. Da wurde das aber doch trotzdem schon benutzt. Ich weiß gar nicht, ist einer von dem Team da? Ne, ich glaube nicht. Dann, ja, das war auch so, genau. Und dann sind so, ja, so, da ich das ganze Projekt immer so ein bisschen nur mit Vorbestellungen aktuell gehandelt habe, kamen dann auch irgendwie so Sachen wie Neid vielleicht auf. Da hat dann der Jan Giesmann sich schon mal beschwert. Ja, an was es denn liegt, wann man ein Gerät kriegen kann und warum jemand ein Gerät schon hat. Ja, ist relativ unproblematisch. Also ich öffne nächste Woche den Shop und dann können alle bestellen und Vorbesteller werden als erstes abgearbeitet, wie es so vorgesehen war, und dann geht's auch weiter. So, genau, war ich schon zu Ende. Ja. Achso, ja, 129 Euro als Einzelgerät, und wenn man das als Doppelgerät kauft, dann sind es 239 Euro und ja, zuzüglich Versandkosten, inklusive Mehrwertsteuer. Vielen Dank. Ja. Eine Sache noch, wer Studio Link in Action haben möchte, da wurde jetzt die Idee geboren, eventuell den Podstock und das Camp miteinander zu verbinden. Das heißt, dass man die Shows vielleicht untereinander über Voice-over-IP auch verbindet. Aber da könnte der Branko dann auch noch mehr dazu sagen in seiner Session, die um Podstock geht. Also wer da noch Ideen hat, gerne. Achso, ja, parallel. Ja, ich muss mich sowieso teilen, das ist halt, ja. Gut, ja. Ich hätte noch eine kurze Frage, die ich, glaube ich, jedes Mal stelle nach deinem Präsentation, weil ich es immer wieder vergesse. Ja. Ist auch angedacht, eine quasi 1:N-Verbindung herzustellen? Das heißt, nicht nur zwei Geräte koppeln sich, sondern drei oder vier? Das geht sowieso schon. Das heißt, das Studio Link kann mehrere Audioverbindungen annehmen, also mehrere SIP-Gespräche, und die auch miteinander routen. Das setzt natürlich voraus, dass einer eine ziemlich gute Inhaltleitung haben muss, was nicht immer so gegeben ist. Was ich jetzt noch mache, ist ein ganz normaler Konferenzraum mit Multitrack-Recording, wie man das jetzt zum Beispiel von Mumble kennt. Da gibt's ja jetzt auch dieses Feature, dass man das dann auch aufnehmen kann. Ziemlich gut, ja gut, also du hast pro Verbindung 64 Kilobit, das heißt, wenn du, 4-5 Gespräche, also du solltest schon irgendwas so Richtung VDSL dann am besten haben, also 50. Der Upload ist halt das Problem, ne, weil der muss natürlich das Mischen übernehmen und dann natürlich 64 Kilobit nochmal, jetzt wenn wir über 5 Teilnehmer oder so reden, dann wieder raussenden an alle. Ja, aber also eine einigermaßen aktuelle Leitung sollte das. Eigentlich müsste das mit einem normalen DSL gehen. Müsste mal ausprobieren, also genau. Ist noch eine Frage? Wenn man schon vor einem Jahr vorbestellt hat, dann kriegt man aber jetzt dann den Button mit dran, ne? Die Buttonlösung ist ja dann schon. Genau, das inklusive. Hatte es ja auch nochmal herausgezögert, genau, alles weil klar. Das Nachrüsten geht zwar, aber ist ein bisschen mit Aufwand verbunden. Ja, den Punkt hätte ich auch noch kurz nachgefragt. Ich habe ja sowieso immer eine riesen Ehrfurcht vor Leuten, die irgendwie hardware-nah sowas basteln. Kann mir aber gut vorstellen, dass da auch so der Tüftlertrieb eigentlich auch eben auf der Hardware-Schiene ständig besser zu werden. Also sprich, den Button hast du schon gesagt, VU-Meter ist, glaube ich, auch so ein No-Brainer. Hast du da irgendein Konzept, weil du das ja mehr oder weniger, wir hatten es ja schon früher mal unterhalten, zum Selbstkostenpreis machst, also damit wird man jetzt nicht so wirklich reich bei den Preisen, wie du da irgendwie so eine Upgrade-Policy dann noch irgendwie mit reinziehst? Ja, also da ist auch noch Luft nach oben. Also ich werde mal schauen, ob man das jetzt tendenziell auch vielleicht mal splittet und sagt, okay, es gibt jetzt sowas wie, Reaper macht es ja zum Beispiel auch, da ist ein kommerzieller Hintergrund, da muss man schauen, da
kostet es halt mehr. Irgend sowas in der Art schwebt mir dann davor, und dass man vielleicht einen Update-Preis oder halt Support jetzt rund um Voice-over-IP, dass sich da Consulting oder sowas drum aufbaut. Und aber das Gerät sollte eigentlich schon so in dieser Preisrange bleiben. Was ich ja auch noch in Entwicklung habe, ist, da wird es dann wahrscheinlich ein Crowdfunding geben. Da muss ich aber noch mal ein bisschen schauen, bis ich da mit einem Demo-Gerät soweit bin, dass die Phantomspeisung, die komplette Analog-Digital-Wandlung, das heißt jetzt das, was man noch über ein externes USB-Audio-Gerät hat, dass das auch noch mit in die Box wandern kann. Dankeschön, Sebastian. Du bietest nachher noch mal eine Session an. Ne? Genau. Um 15.15 Uhr, glaube ich, auch, bis 16 Uhr. Und Treffpunkt wäre, glaube ich, hier in Mosaik, beziehungsweise hinten in der netten Lounge. Und du bist ja auch den ganzen Tag noch hier, hier ansprechen, genau. Und ausprobieren vor allen Dingen. Genau, das sieht immer sehr hübsch aus, wenn ihr hier durch die Gegend lauft mit den Geräten. Ja, vielen Dank nochmal an dich, dass du das vorgestellt hast. Und wollt ihr nochmal applaudieren? Leistung muss honoriert werden.